So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Pokémon Schwarz Edition Nummer 2, wo wir im letzten Part, ja, wie ihr sehen könnt, Pupanze zu Lepomentas weiterentwickelt haben. Wir haben im letzten Part den Turm des Himmels, den ich ja seit paar Mal Turm der Ruhenden betitelt habe, betreten. Wir haben hier dann erstmal von Professor Esche ein Glücksei glücklicherweise erhalten. Zeigen wir den ruhenden Seelen den blendenden Glanz des Lebens. Aha. Jedenfalls haben wir das Glücksei im letzten Part gekriegt. Dadurch wird das ganze Trainieren unserer Pokémon jetzt ja sowieso auch ein Klacks. Ein wunderbares Kinderspiel. Slimer trägt es jetzt aktuell auch. Wir hatten zwar schon im letzten Part die Möglichkeit gehabt, mit dem Transportflugzeug von Geraldine zu neuen Abenteuern jenseits des Wendelbergs aufzubrechen in Richtung Janusberg. Aber nö. Wir waren, er sagt, dann doch erstmal so dabei, ein weiteres Training zu starten. Ein Training im Turm des Himmels, wo wir dann auch erst einmal eine Dunkelklaue finden wollen auf Ebene 4. Ist das im Bereich des Möglichen? Tja, ich weiß nicht. Ich habe ja gesagt, bei der Liste sagt sowieso auch schon das Irrlicht übersehen gehabt. Und dann sowieso seit dem letzten Part habe ich sowieso nicht mehr nachgeguckt, was für Items es hier gibt. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass es hier ein Cyana gibt. Was nervigerweise sich er sagt ständig gegenheilt. Und was natürlich auch schneller ist als Grifeldis. Keine große Kunst, muss ich jetzt sagen. Keine große Kunst. Aber gut, Ränkeschmied. Ich denke mal, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen mehr Spezialangriff. Und dabei habe ich jetzt, glaube ich, im letzten Part sowieso auch einen Fehler gemacht. Der Spezialangriff steigt ja durch Ränkeschmied ja stark. Also hatten wir im letzten Part, als wir das eingesetzt haben, nicht einen Spezialangriff von plus 2 gehabt, sondern schon von plus 4. Genau jetzt haben wir schon einen Spezialangriff von plus 4. Also waren wir so oder so in der Gegenwart der anderen Pokémon ja sowieso schon stärker gewesen. Und da die Cyana sowieso nicht gerade sehr viele gute Techniken gegen ein Grifeldis jetzt hier hat. Waren wir so oder so jetzt im Vorteil. Und damit noch 5 weitere Level-Ups. Und dann hätten wir Slimog. Ja, mit dem Glücksei trainiert es sich wirklich leichter. Brauchst du meine Dienste als Pflegerin? Nichts lieber als das, aber vorher musst du mich im Kampf besiegen. Ja, schön. Besiegen wir jetzt nochmal die Pflegerin mit dem schönen Namen Undine. Ein recht seltener Name in der heutigen Zeit. Wer nennt denn Ersack sein Kind Ersack in der heutigen Zeit noch Undine? Okay, ich glaube, wir brauchen Ersack so oder so wirklich die Dienste dieser Pflegerin. Denn so haben wir jetzt erstmal auch den ersten klitzekleinen Rückschritt bei unserem Slimer-Training erlitten. Aber gut, wir sind jetzt aktuell, glaube ich, warte mal, waren wir jetzt auf Ebene 2? Betreten wir dann gleich erst Ebene 3? Tja, so passt man hier auf. Was soll das hier werden? Dein Team ist kerngesund. Nein, ist es nicht. Du hast ja immer einen Slimer besiegt.
So, dann wollen wir doch mal schauen. War das jetzt Ebene 3? Hier gibt es auf jeden Fall ein Item. Ob das sagt jetzt hier nun... Okay, es gibt jetzt zwei Items. Ob eines davon eine Dunkelklaue ist, müssen wir noch sehen. Aber ansonsten wäre er sowieso bloß Atmurai in der Lage, die Dunkelklaue einzusetzen. Und sonst ja sowieso kein anderes Pokémon. Das war effektiv, aber jetzt leider nicht gerade so effektiv. Okay, zum Glück macht die Hildegard jetzt erst einen klitzekleinen Fehler mit dem Roselia. Denn es wäre wirklich besser gewesen, wenn sie die ganze Zeit auf Gigasauger geblieben wäre. Als du mich schon fast besiegt hattest, hätte ich beinahe nach einem längst verschiedenen Pokémon gerufen. Mein Beileid. Mein Beileid, mein Beileid. Aber ja, jetzt sieht man wenigstens wirklich, wie leicht man okay, das war bloß AP Plus. Wie leicht man jetzt seine Pokémon trainieren kann mit dem Glücksei. Für einen Gentleman wie mich gehören Pokémon-Kämpfe zum guten Ton. Also gut, Gentleman Nikolaus. Bist ja, sag auch, ein paar Monate zu früh dran. Muss man der Schlau mal sagen. Der Gentleman mit dem Namen Nikolaus ist viel zu früh dran. So, und nach Tara könnte ich Ersack auch mit einem Slimer besiegen. Hat Ersack natürlich auch keine so gute Angriffskraft. Natürlich Verteidigung und Spezialverteidigung. Das ist Ersack nicht von schlechten Eltern beim Nachtara. Okay. Aber das geht jetzt nicht gut. Ampharos übernehme. So viel kann ich jetzt auch schon mal sagen. Ich habe ja schon ein bisschen nachgeguckt dieses Mal. Mit der nächsten Stadt, die wir erreichen werden. Und dort gibt es, den Ladestrahl für Ampharos. Und hatte eigentlich nach Tara Synchro? Ja, wusste ich doch. Nach Tara hatte die Fähigkeit Synchro. Natürlich, Ampharos ist also jetzt in diesem Augenblick gerade paralysiert. Aber jetzt nach Tara auch paralysiert und wir haben unseren Donnerschock immer noch. Wird es nicht langsam mal Zeit für den Ladungsstoß? Juwelenkraft, geht er sogar auch. Bodycheck mal weg. Das war gar nicht mal so übel. Tja, gar nicht mal so übel. Hat der Gentleman gesagt. Gut, jetzt haben wir sowieso bloß noch einen Trainer hier. Und entweder ist das jetzt hier die Dunkelklaue oder natürlich wir sind doch erst auf Ebene 3. So, Psychomelusina. Unser Vorteil, ein Geist-Pokémon ist ja, sagt, nicht unser größtes Problem. Wenn Slimer kämpft.
Es hatte eigentlich ja auch, denke ich, keine Schwebe. Oh Gott, nochmal Volltreffer. Okay, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Griffeldis, übernehmen Sie wieder. Auch wenn natürlich ja sagt, dass ein Slimer nicht so im Nachteil gegen einen Makabaya ist. So kommt es immer noch darauf an, wie stark seine Technik überhaupt reinhauen. In diesem Falle war es natürlich ein bisschen blöd gewesen, dass jede Unheilböe extrem gut einsetzbar war. So, als nächstes kommt also Hypnomorba. Tja, dann Ränke schmieden wir wieder. Wir schmieden jetzt hier erstmal neue Ränke auf unseren... Oh ne, nicht Schmeichler. Andererseits doch, Schmeichler hat jetzt unseren Spezialangriff auf Stufe 3 immerhin angehoben. Da reicht jetzt die Standpauke. Ah, Fass. Da habe ich mich doch glatt ein bisschen vertan. Wäre jetzt der Spezialangriff auf plus 4 gewesen, dann hätten wir Hypnomorba auf alle Fälle erledigt. Und hätten wir an der Stelle der Standpauke zum Beispiel die Finsteraura gehabt? Okay, es gab, er sagt doch hier Dunkelklaue. Also sind wir auf Ebene 4. Dann haben wir also jetzt hier zum grünen Abschluss bloß noch die Glocke. Okay, das musste jetzt einfach mal kurz sein. Wir mussten einfach mal kurz die Glocken läuten. Und jetzt fliegen wir einfach zurück nach Panaero City. Heilen unsere Pokémon, rüsten uns neu aus mit Tränken. Und dann heben wir ab. In Richtung der nächsten Stadt. Okay, erstmal noch 7 neue Hypertränke. Und dann mal sehen, ein paar Top-Schutze. Für das etwas schnellere Vorankommen. Ich denke, er sagt, ein Fluchtseil bräuchten wir nicht, aber 2 können nicht schaden. Hyperheiler, ja, davon haben wir keins. Und 5 Stück müssten jetzt auch ausreichend sein. Also gut, 30.000 Poké-Dollar haben wir immer noch auf der hohen Kante liegen. Mehr als optimal. Also gut. Auf geht's! Fliegen wir los, liebe Leute von heute. Fliegen wir los. So, wo genau... Warte mal. Im Tower. Im Tower. Also gut, heben wir ab, Geraldine. Professor Escher hat ihre Untersuchung inzwischen offen abgeschlossen. Möchtest du auch in mein Flugzeug mitfliegen? Jo. Hey, wunderbar. Lass uns den Abflug machen. Hey, Geraldine, bitte bring uns nach Monsentiero. Ein Augenblick, bitte. Ich fliege mit. Ich möchte nämlich den Janusberg erkunden. Hört, hört, aus dir spricht der wahre Forschergeist, Bell. Na schön, wir fliegen alle zusammen. Auf geht's nach Monsentiero. Hey, wenn alle startklar sind, dann kann's losgehen. Monsentiero.
Oh, oh, Monsentiero. Wir heben ab in die Lüfte. Wir fliegen los, sind startklar. Ein malerischer Hintergrund. Ja, Monsentiero. Willkommen, viva la Mexico. Ich sollte dir wohl verraten, warum ich dich hierher gebracht habe. Sharon hat mir berichtet, dass eine Gruppe namens Team Plasma vorhat, mit Hilfe der legendären Pokémon die Herrschaft über die Einer-Region zu übernehmen. Wie du ja weißt, gibt es in der Einer-Region zwei legendäre Drachen-Pokémon. Zekrom und Reshiram. Und natürlich noch ein drittes. Aber vor 2 Jahren haben Zekrom und Reshiram jeweils einen Trainer als Helden anerkannt und folgten ihm. Also kann es eigentlich nicht sein, dass Team Plasma die legendären Pokémon für ihre Zwecke missbraucht. Nicht wahr? Was haben sie bloß vor? Tja, aber es gibt noch so viel, dass wir über Zekrom und Reshiram nicht wissen. Das Beste wäre wohl, sich von Lysander in Trandrake City aufklären zu lassen. Schließlich ist er nicht umsonst Arenaleiter, der auf Pokémon vom Typ Drachen setzt. Kommen wir somit also endlich zur Sache. Ich möchte, dass du nach Trandrake City gehst und Lysander dazu befragst. Und falls was sein sollte, dann bauen wir auf deine Hilfe. Jo. Danke. Das Allerbeste wäre ja, sich gar nicht erst mit Team Plasma einzulassen. Aber es hilft nun mal nichts. Sich anzuhören, was Lysander über die Drachen-Pokémon zu sagen hat, ist immer spannend. Und außerdem kannst du so auch die Seiten deines Pokédex füllen. Ich gehe dann mal zu dem Vulkan hier in der Nähe. Ich will wissen, was an den Gerüchten über ein seltenes Feuer-Pokémon auf dem Janusberg dran ist. Ja, und ich gehe mal in die nächste Bar und Tequila trinken. Nein, ich gehe jetzt natürlich erst hier in dem unteren linken Haus, weil hier haben wir dann erstmal gleich eine neue Technik, theoretisch. Du sprichst mir also tatsächlich an, ein Trainer vom Format zu Markis. Hier, diese Themen ist für dich. Einmal den Ladestrahl für Ampharos. Mit dem Ladestrahl kann ein Pokémon den Wert seines Spezialangriffs erhöhen. Mit etwas Glück werden seine Attacken also immer stärker und stärker. Naja, solange wir den Ladestoß ja sowieso noch nicht haben, Ladungsstoß, ist es immer besser, eine Alternativtechnik dabei zu haben. Und da die Stärke eines Donnerschocks gerade mal sowieso bei 50 war, nein, bei 30. Sorry, die Stärke eines Donnerschocks beträgt immerhin 30. 40. Naja, und solange man keinen Donnerblitz hat, warte mal, Dunkelklau, jetzt können wir mal kurz mal sehen. Es war doch also bloß für Atmurai, oder? Okay, wir haben jetzt gesagt wirklich unsere Zeit mit dem Turm des Himmels verschwendet. Ist ja grandios. Ist ja grandios, ey. Warum ich auf Reisen bin? Fragen wir doch mal andersherum. Weißt du denn, warum du deine Reise damals angetreten hast? Um der Allerbeste zu sein, wie es keiner vor mir war. Ganz allein schnapp ich sie mir, denn ich kenne die Gefahr. Pokémon, komm, schnapp sie dir. Und dann lasse ich den Rest mal lieber sein. Pokémon. Also gut, es gibt ansonsten hier in der Stadt noch einen Attacken-Erlerner irgendwo. Aber das funktioniert natürlich auch bloß nur ein paar Stücken an Grünstücken. Oder Indigo-Stücken. Oder, ja, Indigo-Stücke hier. Ich bin mir allerdings... Oh, wir haben ein Indigo-Stück da. Aber bedauerlicherweise haben wir nicht so viele Indigo-Stücke. Schade. Na gut, dann schauen wir uns jetzt, sag mal, hier drüben um. Richtung Janusberg. Mit ein paar Radlern. Huhu, du hast nach mir gerufen und hier bin ich auch schon. Ein Radfahrer. Ich drehe am Rad. Der Biker Frank. Mit meinem Hass-Pokémon Zebritz. Yay.
Ich denke mal, dann wird es jetzt wirklich mal Zeit, dass wir ein bisschen übertreiben. Hey, Lepomentos! Demonstriere mal deinen schönen Hyperstrahl gegen dieses verdammte Zebret. Verdammte Axt! Ich muss das Feuer der Leidenschaft ihm entzünden. Ach, wieder mal so eine bedauerliche Weise. Bedauerlich, bedauerlich, bedauerlich. Ich habe es dabei auch vergessen, dass der Spezialangriff hier ein bisschen reduziert ist, weil die Spezialverteidigung erhöht ist. Dieses verdammte Wesen von Lepomentos. So, jetzt wird es auch ein bisschen interessant. Level 35 kriegen wir so oder so. Doch wäre Slimer im Angesicht von Fasersnob leider, er sagt, immer noch ein bisschen zu schwach. Ah, wie herrlich doch so ein Ladestrahl ist. Wie herrlich doch Level 35 für Slimer ist. Also schön, aber jetzt brauchen wir erstmal wieder einen Hypertrank. Für Lepomentos. Und ansonsten, ja. Für Lepomentos oder generell, er sagt auch noch für ein paar andere Pokémon, gibt es hier in der Nähe sowieso auch noch eine sehr interessante Technik. Hier in der Nähe. Des Bizarro-Hauses. Ein mysteriöses Haus mitten in der Wüste. Wo Geistergeschichten sich überhaupt auch hier herum. Ja, Geistergeschichten gibt es hier auch zuhauf in diesem Haus. Natürlich ist er auch ein Paradikal. Aber ja, Geister treiben hier natürlich, wie auch schon so oft, in Pokémon-Spielen ihr Unwesen. Oh, das gibt's doch nicht. Ein Volltreffer, also mal wieder. Ein verdammter Volltreffer, der wieder einmal meine Pläne zunichte macht. Aber egal, Radikal. Vielleicht bist du erledigt und gibst dann erstmal den nächsten Level ab. Angriff fällt es ab. Gut. Aber jetzt müssen wir einen Beleber einsetzen. Und dann erst noch mal kurz gucken, gab es eigentlich hier irgendwas Besonderes? In diesem Bizarro-Haus. Also aktuell nicht gerade sehr viel. Okay, Golbat lässt uns also nicht entfliehen.
Also müssen wir Golbat besiegen. Also schön, der Weg in den Keller ist also jetzt frei. Oder anders ausgedrückt, der Weg in die Bibliothek. Wer bitteschön baut eine Bibliothek in den Keller? Okay, wenn man also oben keinen Platz hat, dann ist natürlich ja ziemlich offensichtlich, dass es besser ist, eine Bibliothek im Keller zu haben. So, wir haben jetzt noch einen Bandsticker hier. Ist aber jetzt natürlich auch nicht gerade so optimal. Wir sollten Erzog jetzt hier schon mal einen Top-Schutz einsetzen, wenn wir Erzog das Bizarro-Haus wirklich erkunden wollen. Dann brauchen wir dieses Zeug. Schön, dass man hier auch mal jemand anderen über den Weg läuft. Mein letzter Pokémon-Kampf liegt schon so lange zurück. Würdest du mir die Freude machen, gegen mich zu kämpfen? Es ist ja ein Wunder, dass sich ein anderer Trainer in dieses Haus verirrt. Aber gut, Ingelbert und sein Kamaup haben sich nun mal hier verlaufen. Ach, das ist ja nicht gerade sehr schön. Für ein Schläfchen bin ich ja noch nicht bereit. Ach, das gibt's aber also jetzt nicht. Wird wirklich mal Zeit, dass Slimer sich weiterentwickelt. Es wird hier langsam aber sicher wirklich mal Zeit. Denn die Stärke, die wir aktuell haben, ist unzureichend. Tja, und im Kampf gegen Simvolara könnten wir dann doch ebenso gut auch die Kreuzschere mal ausprobieren. Tja, doch leider macht die Kreuzschere nicht so viel Schaden. Simvolara ist ja immerhin auch noch zum Teil ein Flug-Pokémon. Nichts gegen wilde Pokémon, aber es geht doch nichts über den Nervenkitzel eines Trainerkampfes. Tja, der Nervenkitzel eines Trainerkampfes. Und darüber hinaus auch noch ein mehr als mysteriöses Haus. Werden wir hier noch irgendwie in diesem Part die Entwicklung von Slimer zu Slimog erleben können? Oder wäre das was für den nächsten Part? Sag mal, kann es sein, dass sich die Möbel in diesem Haus ständig verschieben?
Glaub mir, ich käme nie auf die Idee, hier irgendwelche Möbelstücke zu verrücken. Tja, ich auch nicht. Ich verdammt nochmal auch nicht. Böse Träume und immer und immer wieder. Böse Träume immer und überall. Vater, Mutter, wo ist nur mein Abra? Geister! Geisterhafte Geister! Hyperheiler! Okay, vielleicht jetzt er sagt wieder in den Keller hinein? Tja, einen Finsterstein. Ein Sonderbonbon. Geisterhafte Stille, die überall noch bleibt. In meinen bösen Träumen hörte ich Vaters Stimme. Eine Lunafeder. Nein, bleib bitte hier. Bin eigentlich mal gespannt, was für Geistergeschichten im neuesten Pokémon-Spiel in diesem Jahr kommen werden. Wir haben aber jetzt auf jeden Fall die Lunafeder erhalten. Diese Lunafeder kam zu spät. Aber das ist schon in Ordnung. Du kannst sie dem Pokémon hier irgendwann zurückgeben. So wie ich es tun wollte auf jener Brücke. Ja, erstmal raus aus dem Geisterhaus. Tja, das war jetzt erstmal das Bizarro-Haus gewesen hier am Janusberg. Und damit sage ich dann auch wirklich erstmal an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Im nächsten Part entwickeln wir Slimer zu Slimog weiter, durchqueren eventuell den Janusberg, ich weiß er sagt nicht mehr so genau, wie groß der war, und erreichen dann, er sagt, das nächste Gebiet. So oder so, das Training endet nie, unsere Kämpfe sowieso auch noch nicht, und ja, Janusberg, nächster Part. Bis dann und ciao.